control in our town. Kunin friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, direkter Cholera Zerreißprobe. Mein Name ist Rod Mac und wir sind hier gerade den Polizisten auf der Schliche. Ja, wir wollen eigentlich die alte Schachtel, die schwarze Stripperin, befreien. Aber wir haben ja auch noch die ganze Drogenpolitik und die ganzen Drogengeschichten und so, die da am Laufen sind. Und ja, die Polizisten haben auch eine kleine rassistische Ader, die wir ihnen ausprügeln sollten. Und wir schauen jetzt erstmal hier Raum für Raum an. Hier ist auch noch der Clown-Polizist hier. Der möchte ja auch, dass wir überall hier sein Bild aufhängen. Weil er halt auch meint, er sei ein Komiker. Ja, meint er, und er will natürlich Auftritte haben. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Das ist kein Problem für den Furzenator. Das werde ich mich gleich, da werde ich mich gleich drum kümmern. Erst aber will ich da schauen, was da sonst noch alles rumliegt. So. Dann werden wir nämlich hier unser Pausenmenü nutzen, ne? So, alles gepausiert, gepaust. Und jetzt gehen wir rauf und drücken hier den Knopf. Wunderbar, schleiß normale Ärsche auf. Dachte ich auf jeden Fall. Machen wir es noch einmal. Nochmal das Ganze pausieren hier. Die ganze Welt steht still, wenn wir einen Schiss fahren lassen. Und dann gehen wir hier und drücken diesen Knopf. So. Es hat geklappt. Natürlich hat es geklappt, Tupperware. Was hättest du denn gedacht? So, oh was Mann, haben wir denn hier? Da ist noch einer. Ja, bevor wir da hingehen, will ich da rein. Was haben wir denn hier? Mönchskostüm. Mönchspunktkostüm. Alles klar. Dann geht's hier rauf. Da kann ich nicht absteigen. Hier komme ich raus. Wo komme ich denn hier bitte raus? Okay. Bringt mir das was? Nicht wirklich. Ah, vielleicht für hier dann. Kann ich das hier von da zerstören? Das geht. Sehr schön. Dann kann ich hier einen Elektro-Kurzschluss verursachen. Ja. Ah, ich muss da rüber gehen. Okay. Ich habe auch schon länger nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Dann holen wir unseren Freund herbei und der wird mir hier... Ruft nach Chaos. Oh, hi, wie geht's, Neuer? Komm her, ja, Kleiner. Steck mir deinen Hamster in den Po. Und los geht's. Zielen. Schießen. Ach, die armen Hamster immer. Die armen Hamster immer. So. Ja, Moment, ich muss erstmal wieder runtersteigen hier. Sonst wird das hier nix. Sachte, sachte. Die wollen ja keine Unfälle haben hier, ne? So, dann gehen wir da rein. Alles klar. Hi, ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Danke dafür, Tauli. So, wir kriegen Tantalum-Beschleuniger-Rezept. Okay, ein neues Artefakt, das wir craften könnten. Schauen wir uns das doch eben ganz kurz an. Was können wir denn craften hier? Tantalum. Oh, Upgrade. 200. Was? Es gibt 105 plus 14 kritische Trefferschaden. Okay, 250 Crafting-Punkte. Ich würde sagen, wir bauen uns so eins sicherlich mal zusammen. Ältestenschlund wäre auch hier eine Verbesserung. Ich mache das trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt noch eine Verbesserung ist. Infernale Zeichen 80 wäre anscheinend auch eine Verbesserung. Ich mache das auch mal. Wir haben ja genügend Materialien. Und jetzt kann ich von hier gerade ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen davon. Ne? Ich habe 15 Klebedinge. Wir haben bis Crafting Rang 20. So, das musste fürs Erste reichen. Was können wir denn jetzt? Können wir neue Kostüme? Tupperware-Helm. Hergestellt. Okay, dann ist der auch mal weg. Verbrauchsgegenstände. Na, da brauchen wir gar nichts davon. Die Artefakte lassen wir erstmal links liegen. So, die Artefakte können wir jetzt besser, können wir jetzt austauschen. Verbessern. Wir haben hier ein 84er drin. Da kommt natürlich so ein 105er Stück rein. Ja, auch hier können wir ein 105er Stück reinpressen. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So, was Besseres geht ansonsten nicht.
Das ist alles. Das sind ja die großen Plätze. Das sind die kleinen Plätze. Die sind bereits mit 80 abgedeckt. Wir sind 723 Artefaktmacht. Das ist doch mal was. So, und ich würde sagen, wir ziehen uns auch was Neues an für das neue Abenteuer. Und zwar, das sieht doch ganz gut aus. Mach 5 Helm. Gefällt mir ganz gut. Gibt es da auch einen Mach 5 Anzug dazu? Messmeranzug, Tupperware, Sternkindanzug, Chaos. Mach 5 Anzug. Oh, sehr schön. Das sieht nicht mal so schlecht aus, im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir da bereits gesehen haben. Sind das Clownshandschuhe oder was? Ozonhandschuhe. Darf er nicht wahr sein. Gibt es hier einen Mach 5 Handschuhe? Da. Wir ziehen uns das ganze Set an. So. Und das soll es auch gewesen sein. Kostüme haben wir 2 Sachen, die neu sind. Haare, Base, Basis, Make-up. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Zero Tolerance. Ja. Das kenne ich. So. Wir gehen da mal rein. Kleidungsmeister. Aber hier ist abgeschlossen. Ne? Da geht es nicht rein. Dann müssten wir hier rein. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Na, was wohl? Er sieht ein bisschen erschrocken aus, aber er weiß nicht genau, was er sagen soll. Er ist halt einfach, ne? Stand 4 feet away when cells are open. Sie retten. Alles klar. Keine Toleranz. Ja, wir werden die Cell-Stores locken. Sie wollen die Verbrecher befreien! Hat er mich geschlagen? Er ist im Vorteil. Haben wir Unterstützung? Ich bin alleine? Nein. Wir sind zu viert. Sehr schön. Und wir besiegen jetzt die korrupten Cops. Ein für alle Mal, würde ich mal sagen. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Hast du gesehen? Ich habe einen neuen Helm. Und ja, das gibt gar nichts für dich hier. Du machst hier mal gar nichts. Komm, nicht dran. Hände hoch! Ah, Blitz. Wir sind geschockt. Okay, jetzt sind wir an der Reihe und wir machen hier mal, was machen wir denn Schönes? Ich könnte, die sind beide auf dieser, ich kann ja gar nichts machen von hier aus. Boah, wie doof ist das denn? Wie doof ist das denn bitte? Mit X geht auch nicht, oder? Da komme ich nicht hin. Neue Fall funktionsfähig. Ah, hier komme ich hin, okay. Los, Wunderarsch! Schön mal mit dem Schädel durch die Wand. Und jetzt geht's hier weiter. Was können wir denn hier? Die stehen auf einer Linie. Da können wir vielleicht mit X was anrichten. Da müsste ich noch eins weiter nach vorne. Das geht leider nicht. Ich kann aber hier mit X beiden Schaden machen. Sehr gut. Blitzzeit. Das wird noch eine Weile britzeln. So, ein Bulle weniger. Auf den Boden. Ja, die hauen ganz schön rein. Die hauen ganz schön rein. Muss durchgegriffen werden. Ja, stopfen wir ihm das Maul. So, die Ulti ist schon bald bereit. Ist sehr gut. Jetzt ist die Zeit hier für Mysterion. Was will der Gute machen? Hier oben geht gar nichts. Ich kann natürlich hier hinstehen. Die Frage ist, ja, da habe ich am meisten Schaden. Verdammt, Mysterion. Hast du geübt oder sowas? Ja, der kann was, der Gute. Der kann was. So, die Tupperwehrdose. Genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Niemals! So. Ich weiß nur, wozu die Regierung gut ist. Für absolut gar nichts. Wollen dir alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Tauli dreht voll ab hier. Und wir haben bald die Ulti bereit. So, jetzt noch ein paar Schläge und dann ist die ganze Geschichte hier auch zu Ende. Ich kann hier mit B mal dem ganz netten Herrn hier mal die Fresse polieren. Ich kann nicht mehr. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ulti ist bereit. Ulti trifft hier alle, aber macht nicht viel, ne? Öffentliches Liebeskundung, die Feinde in der Nähe schockt. Ah, natürlich. Oh, das schockt ziemlich krass hier. Also dann, lass uns Liebe machen. Ja, gib mir deine Hand. Ja, die Hand. Wir sind so ein gutes Paar! Das schönste Paar auf der Welt sind wir! Ein super Paar!
Das war schön. So, die Schwarzen sind alle geschockt. Scheiße, bin ich dran? Warum tut keiner was? Oh. So, dann machen wir dem Ganzen hier ein Ende. Ja, es ist soweit. Ende Gelände. Gib ihm auf die Fresse. Für die Freiheit! Geil! Du hast gewonnen. So. Hyperglas. Hyper, hyper. Sehr schön. Und ein bisschen Währung. Das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da werden Punkte verteilt. Alles wunderbar. So, dann schauen wir uns mal an. Okay, okay. Ja, ich weiß, was ihr denkt, aber... Glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Was? He said, was? So, was können wir mit dem machen? Den können wir ausrauben. Arrestzellen, Zugangskarte. Sehr schön. Werden wir gleich die Leute hier befreien? Oder vielleicht auch nicht? Nein, natürlich befreien wir die. Aber erst einmal will ich hier Verbesserungen vornehmen. Die Karte muss weg und da kommt was Besseres rein. Gut, so viel besser ist die auch nicht hier, ne? Ich würde sogar sagen, nee. Nee, lassen wir so, wie es ist. Das passt ganz gut. Und jetzt lassen wir hier die Herde an schwarzen Menschen frei. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Gerne geholfen. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich. Voll der Paranoide. So, ja, können wir da die Zellen wieder... Können wir da rein? Geht nicht, ne? Schade. Ich hätte hier gerne noch ein paar Kackhaufen zusammengesammelt. Aber gut, dann gehen wir halt... weiter im Text. So, da gibt's einen Mülleimer, ein bisschen Biogefahrengut. Da ist ein Sack voller Lebensmittel. Ach, das ist schön. Die Flaschen. Mich da hinten. Oh. Da wurde eine Party gefeiert, würde ich sagen. Au! Au! Ich komm da nicht mehr raus! Du bist tot. Ich komm da nicht mehr raus! Alter, ich hätte natürlich die Pause drücken sollen, aber. Ja, zum letzten Speicherpunkt, bitte. So, der ist dann hier. Sehr gut. Ah. So, die Pause drücken. Kann ich jetzt hier... Nee, so kann ich nicht durch. Muss ich hier irgendwie reinkommen? Moment. Jetzt ist zu. Muss ich jetzt im richtigen Moment erwischen, oder was? Das geht doch gar nicht. Das schaffe ich doch nicht. Ah. Jetzt habe ich es geschafft. Sehr schön. Schnell, schnell, schnell. Mach das Ding auf. Ein Artefakt. Das Mädchen lassen wir liegen. Das interessiert mich nicht. Und raus da. Ui. Nicht, dass es mich verquetscht hier. So, was haben wir denn da alles Schönes? Boah, das geht mir so auf den Senkel hier drüben. Bisschen Artefakt gesammelt. Was kann ich denn, kann ich denn das hier öffnen? Was geht das denn überhaupt? Kann ich hier? Nein. Das geht mir sowas von auf den Sack. Das ist doch nicht normal. Geht nicht. Habe ich denn dafür Möglichkeiten ansonsten? Es sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas machen. Aber ich muss doch da irgendwie reinkommen. Ah, ist das ein großes... Ist das ein großes Gefängnis? Eine große Zelle? Ich versuche nochmal reinzukommen. Na, auf der anderen Seite komme ich nicht durch. Alles klar, geht nicht. Keine Ahnung, vielleicht muss ich da noch einen Schlüssel oder so finden. Den ich halt bisher noch nicht gefunden habe.
Gut, wir gehen mal weiter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Das ist ziemlich übertrieben. Also, so ganz wenig, ganz leicht übertrieben. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Aber wie kann ich denn da... Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Alles, ich glaube, viel mehr kann ich da nicht machen, ne? Na, kann ich nicht. Okay. Wir müssen das irgendwie anders lösen. Wenn ich hier... Okay, das war doof. Das war doof. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Erst einmal... Eine Zeit... Was? Erst einmal will ich hier eine Pause machen. So. Dann sollte ich das Ding hier schnappen, wahrscheinlich. Nein! Schnapp es dir und nimm es mit. Sehr gut. Denn das muss hier hin. Genau. Dann müssen wir hier das Ding anzünden. Und Abgase geben. Geil! Ja, ja, so bin ich. Einfach nur geil. So, was ist denn da hier in der Wand? Das sieht echt gut aus hier in der Wand. Da können wir uns, können wir losfliegen. Auch schön. Da wird alles kombiniert jetzt. Jetzt kommt alles zusammen. Es wird alles kombiniert. Ist doch nice. So, wir brauchen Unterstützung. Der Ventilator mag aber nicht mehr so sehr. Alles klar, da oben ist der Stromkasten. Also mir ist das hier irgendwie gar nicht geheuer. Bereit? Mach mal die Augen dabei zu, oder so. Ich wollte nicht... Ich will da den Kasten... Nein! Was mache ich denn? Startbereit! Ich will das nicht. Ist das nicht der Kasten? Kann ich den nicht verwenden? Geht nicht. Aber ich komme hier oben raus. Okay. Okay, ist eine Möglichkeit. Ich dachte, den Kasten da kann man verwenden. Vielleicht müssen wir hier genau den Hamster wieder reinwerfen. Okay. Wirf den Hamster. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Und das hätten wir. Wie ihn so richtig schön reinstößt. Stößchen. Und wieder ein Hamster weniger. Die arme Sau. Der arme Hamster. 13 von 30 Rätselmeister-Dinger. Nein. Jetzt will ich aber tatsächlich runter. Du bist wieder da. Ja. Lass uns runterfliegen. Verschwinden wir hier. Okay, geschafft. Ciao, bis dann. Und Tschüssikowski. Ah, da komme ich noch hier raus. Okay, sehr gut. Da, Knast-Tattoo. Sehr schön. Muss ich mir unbedingt auch mal anziehen. Ich denke, das passt ganz schön zu unserem Charakter, der alte Knast-Heinrich. So. Da drüben. Wir sind richtige Rätselmeister, ne? Wir machen das hier ohne große Probleme. Vernichtungsüberkipper-Rezept. So, dann schauen wir uns auch nochmal die Crafting-Sachen an. Vernichtungs... Wo ist denn das drin? Ist das ein Artefakt oder was? Vernichtungsüberkipper, da. Ist aber kein Upgrade, von daher lassen wir das mal schön. Ich habe noch ein anderes Artefakt gekriegt. Was, glaube ich, ein Upgrade sein sollte. 80. Nee, ist kein Upgrade. Statuseffektschaden. Nee. Lass mal schön stecken. Wir machen weiter. Wir gehen rauf. So. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Sich an... Boah. Der hässliche Fratz hier. Wir müssen ihn irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Also dann. Da drüben sehe ich... Gibt es was? Geh du vor. Ah, ein Hamster. Ein Hamster losschicken. Dann kann er sich keine Pornos mehr reinziehen. Hey! Oh oh. Shit. Ich meine... Ah, shit! Du bist tot. Alles klar. Alles klar. Jo, kann man auch so machen als Sicherheitsbeauftragter. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Kann man auch so machen. Kann ich da was machen? Ah, vielleicht kann ich da reinfurzen. Dann stinkt das hier ein bisschen. Oder was soll ich denn hier machen? Geh du vor.
Nein, wegschieben kann ich das nicht, ne? Ganz bestimmt nicht. Aber irgendwas kann ich da machen. Das sollte auch nicht gehen. Der Schlauch. Du schaffst das. Die Übereinstimmung mit dem Schlauch. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Toolchef, der Richtige für jeden Job. Ja. Los. Geht doch. Es hat einen Bildschirm verschoben. Wie viel bringt uns das denn? Oh. Aha, so. Ja, das hast du nun davon. Nice. Ich meine, nice, los. So, jetzt muss ich trotzdem noch den Hamster hier reinwerfen, wahrscheinlich. Damit die Kameras auch gar nichts aufnehmen können. Ja, wir kommen gut voran. Komm her, kleiner Kai. Ja, los, der nächste Hamster. Der Kleine hat echt einen Hamsterverschleiß. Das ist nicht mal feierlich. Los, weg damit. Wubi. Wubi. Chaos ist sich selbst der Lohn. Und die Bildschirme sollten jetzt... Ah, das ist nicht für die Bildschirme, das ist für die Tür. Die wären da gar nicht durchgekommen. So sieht's aus. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grandles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Jared! Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared! Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Wie krank ist das denn bitte? Jetzt müssen wir ihn auf die Eier hauen. Besiege Jared! Sex im Knast ist extra heiß. Sex im Knast nicht für... Oh! Was will denn der da machen? Der will sich da, hat sich vorbereitet. Okay, wir müssen uns auch hier vorbereiten. Wir müssen uns ein bisschen. Wollt ihr jetzt mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Keiner will dein Superbaguette sehen. Junge, was ist mit dir falsch? So wie zum Beispiel, jetzt mache ich da. Komm, jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir da. Brenne, du Schweinehund. Ah, jetzt ist gerade heiß hier drin oder bist das nur du, Kindchen? Boah, die Fresse. Das darf ja nicht wahr sein. Gibt's hier nochmal auf die Fresse hier für dich? Nein! Ich treff gar nichts, meine Güte. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Ja, tu das nicht. Tu das nicht. Ich kann hier nicht viel machen, also gehe ich da mal auf die Seite. Ich werde dann seinen Angriff natürlich unterbinden. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Geht das gar nicht? Mikroaggression bei... Ich glaube, du solltest da was essen. What the fuck? Meiner Hose. Das ist doch kein Grund für eine Mikroaggression, aber egal, egal. Wir machen hier eine Pause rein. So. Dann gehe ich darüber und schlag den Typen zu Brei. Na los, schlag ihn. Hallo? Ja, endlich. Schlag ihn weiter. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verrecken wir wegen AIDS. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Dank AIDS geht's mir schon viel besser. What the fuck? Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Nichts wird so laufen, wie du es gerne hättest. Was hauen wir denn am besten weg hier? Meine Güte, das ist aber auch wieder so viele Entscheidungen zu treffen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Das ist jetzt echt beschissen. Ich
denke, wir müssen erstmal die beiden... Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Aha. Denke mal, wir müssen erstmal die beiden Wichser hier weghauen. Als ob die Nummer noch schlimmer werden könnte. Es ist soweit. Es ist soweit. Gib ihm Saures. Alter, ich treffe da gar nichts mehr. Was ist denn los? Mit Mysterion. Hast du geübt oder sowas? Mit Mysterion geht gar nichts. Führe Gefechtsprotokolle aus. Ist ja übel. So, kann ich denn hier nochmal irgendwie Unterstützung anheuern? Nee, nur die Heilung haben wir. Die bringt mir aber gar nichts. Von daher lassen wir das mal. Ich könnte hier natürlich... Mach das so, ja. Hier baue ich hier den Geschützturm auf. Der schadet sicherlich nicht. Macht ja auch ein bisschen Schaden hiermit. Ah, gut gemacht! So richtig gut Schaden macht er aber auch nicht. Okay. Keine Kinder in Fummelreichweite. Frustrierend. Operation Lass Jared zu 70% die anderen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! Alter, was war denn das jetzt? Wie krank war der Dann Scheiß denn? Hey, lass ihn in Ruhe! Wow, es ist Zeit für die Ulti, glaube ich mal. Scheiß, die waren dann. Der gibt hier dem Dicken wieder ein Sandwich. Danke, AIDS! Wir müssen unbedingt die... Die anderen beiden hier weghauen. Die müssen wir unbedingt erstmal weghauen, bevor wir da sonst irgendwas machen. Die Frage ist nur, wie können wir das tun? Wie können wir das tun? Ich mache das mal so, dass ich den da einfriere. Jetzt soll mal seine Wichsgriffel weghalten. Verdammte Schweinehund. Super Klimasteuerung. Behalt deine Wichsgriffel bei dir. So, und jetzt gibt's mit B... Nee, mit... Mit X. Gibt's da auf die Schnauze. Er lebt immer noch. Meine Güte, wie lange geht denn das? Ultimative Ultikraft. Ja, die lassen wir erstmal noch. Nehmen wir nicht von ihm hier. Macht er trotzdem jetzt diese Attacke. Schön aus den Hüftmotoren raus. Ah, die Kanone sieht gerade gar nichts. Schade. Aber die Ulti ist bereit und Kenny ist auch noch mit dabei. Das sind die Ulti von Kenny. Kehre ins Leben zurück und heile Verbündete in der Nähe. Ja, die Frage ist, wollen wir ihn wirklich, dass er ins Leben zurückkommt? Ich glaube, wir können das auch so klären, ne? Ich mach das mal mit X. Wollen wir probieren, was ist denn mit B? Meine Hose von vor der Diät. Erschrecke und verwehre einen Gegner. Sehr schön. Oder mit A können wir jage einem Feind und chille ihn mit einer Berührung. Chille ihn mit einer Berührung. Oder mit Y hier bewirke beim Gegner eine Verteidigungsverwirrung. Verringerung, nicht Verwirrung. Ich will ihn aber verwirren. Ich will ihn verwirren, das ist eigentlich ganz cool. Kümmert euch nicht um mich, ich habe nur gerade einen vollen Nervenzusammenbruch. Alles klar. Alles gut, dann kannst du nämlich deinen eigenen Boss hier angreifen. Reichweite, frustrierend. Operation Lass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! So, jetzt gehe ich mit. Mach hier noch gar nichts. Genau, hau ihm in die Eier. Einmal die Woche zu einem Fight Club. Hau ihm in die Eier, sehr schön. So, mit X hau ich jetzt den weg. Kann ich den jetzt richtig weghauen? Ich glaube nicht mal. Ich glaube, das funktioniert immer noch nicht. Ist ja immer noch verwirrt, der andere Kollege. Wir machen das... Was habe ich denn mit L? Machen wir das Liebesding? Machen wir das Liebesding? Ja, lassen wir die Leute verrecken an unserem Liebesding? Hat mal jemand 5 Dollar? Wir machen das Liebesding. Los geht's. Na na! Liebesding! Ding, ding, ding! Liebesding! Immer da, Jung. Ich brauche Liebe in meinem Herzen, yeah. Ich brauche Liebe.
Da sind sie geschockt, die guten alten Herren. Gegner verprügeln ist ja noch irgendwie vertretbar, aber ein ganzes Polizeirevier überfallen ist echt eine heftige Nummer. Das ist eine heftige Nummer, da hast du recht. Boah, trotzdem noch einer erledigt. Jetzt ist nur noch er und wir hier. So. Du wichsender Wichsenilch. Du kriegst jetzt aufs Maul. Ich weiß noch nicht wie, aber du kriegst aufs Maul. Erst einmal muss ich mit jemandem die Plätze tauschen. Ich weiß auch mit wem. Und zwar von hier mit diesem Pimmelurch. Hier rüber! Dann kann ihn die Kanone noch fertig machen, falls sie ihn sieht. Ja, mach ihn fertig. Geil! Haha, abgeschossen! Du hast gewonnen! Sieg über Jared. Glas mit Chloroform, ein bisschen Technik, 60 Mal, dann ein bisschen Währung und ein Artefakt, das nicht besser ist als das unseren Subway-Becher. So, sehr schön. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorziehen ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wer da eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Wird er ihm ins Gesicht furzen? Oder lässt er es sein? Wir wissen es. Noch nicht. Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Um die Leiche kümmern? Bitteschön, ich furze hier allen ins Gesicht und dann bei dem Schnapstypen hier, dann ist gleich hier eine Leiche vorhanden. Okay, alles klar. So, und das soll es aber auch gewesen sein für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne Kommentare da lassen und natürlich abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr auch kein Video verpasst hier auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.